Weiter geht's bei New Super Mario Bros. U. Ja, heute werde ich euch alleine durch diesen Part begleiten. Wieso das Ganze? Weil wir bei der letzten Aufnahmesession vergessen haben, einen Part aufzunehmen, bevor die nächste Aufnahmesession ansteht, sodass ich hier das heute nachholen darf. Und heute stellen wir uns der Zuckerwattenwolkenzone, dem Geisterhaus, Rotation im Geisterhaus, nennt sich das Ganze. Das kann nicht gut werden. Moment, hatten wir das nicht schon angerissen, kurz im letzten Part? Nee, ich glaube nicht, ne? Nee, das hatten wir noch nicht. Dann noch nicht, dieses crazy Haus hier. Auf jeden Fall wissen wir, was Geisterhaus heißt. Es gibt einen Secret Exit. Das steht schon mal fest. Ist jetzt natürlich noch die Frage, finden wir ihn? Finden wir den normalen Exit? Und vor allem, finden wir alle Starcoins? Wieder so ein komischer Behu-Kreis hier, oder was ist das? Gleich hier nur zu dieser Tür? Ist ein bisschen auffällig, oder? Ja eben, das hätte mich auch gewundert. Oh, ihr Mongos, ey. Piss off! Verpisst euch! Ja, ihr Idioten! Gib mich Pilz! Dankeschön. So, jetzt müssen wir wahrscheinlich durch die Tür, die ist zumindest richtig. Weiß nicht, ob danach noch eine gekommen wäre. Jetzt sind wir hier unten und hier ist plötzlich zu. Okay. Aber dafür können wir nach links und nach oben. Links ist aber eine Fake-Tür. Gut. Was ist das? Komme ich damit hoch? Da aber. Da komme ich hoch damit, oder? Ja. Dass eine Tür links war, no idea. Wenn wir hoffentlich gleich noch zu sehen bekommen. Das heißt, die verrückten Dinger da wieder und ich springe mitten rein. Und schon wieder. So, ich hoffe, hier versteckt sich wenigstens ein Power-Up. So ist es auch. Und dieser Fragezeichenblock da hinten ist mehr als weg. Mario! Und durch die Tür. Dann kann er uns auch nichts anhaben. Jetzt durch die hier rechts. Ah, ich hätte erst unten links gemusst wahrscheinlich. Ah, jetzt habe ich es ein bisschen versaut. Aber ist nicht so schlimm. Da, wo die Münzen hier links sind. Das ist immer so... Generell, wo Münzen sind, das sind immer so auffällige Stellen. Aber da ging es jetzt erstmal nicht rein. Ich muss jetzt ganz schnell rüber. Um die Star... Coin zu erwischen, die mich hier komplett rollt. Nein, Starcoin! Ja, ich finde dir gut, ist dann damit auch wieder nie gefangen. Ach, ist dann mies, Freunde, ey. Da sind wir schon so nah an, die gut. Kann ich das nochmal von vorne eigentlich, wenn ich hier durch die Tür gehe? Darf ich nochmal von vorne starten oder lande ich automatisch? Nee, wir dürfen hier nochmal starten, das ist gut. Dann können wir nochmal die gut hier holen. Ich bleibe jetzt einfach mal auf der Seite, denn zunächst müssen wir die Starcoin mit unserer einschüchternden Präsenz auf die linke Seite befördern. Oder vielleicht erst von rechts nach links. Wir haben sie. Aber das ist die zweite. Und die erste wird dann sehr wahrscheinlich wohl in der Tür links gewesen sein, die ich vorhin einfach so ausgelassen habe. Ich hoffe sehr, dass man da noch irgendwie reinkommt. Okay, hier geht's runter. Ja, okay. Sehr schön. Hä? Ist auch eine Fake-Tür? Ja. Aber hier unten ist eine Tür. Ja, okay. Also jetzt wäre ein Power-Up nicht schlecht, Freunde. Jetzt wäre ein Power-Up wirklich nicht schlecht. Denn ich weiß nicht, inwieweit ich hier das noch so durchhalte. Unten ist doch bestimmt was. Nee, nix. Okay. Keine Starcoin, gar nichts? Ja, schon der Ausgang, oder was? Ah, geil. Ah, aber okay. Wenigstens der Secret Exit, den wir gefunden haben. Ich frage mich nur gerade, wo der normale Exit ist, aber... Okay.
Den normalen Exit müssen wir natürlich jetzt auch noch finden. Denn das Secret Exit führt hier nur eine Überbrückung. Wohin? Hier gleich zum Schloss. Lol. Ey, nee, das ist ja mies. Das ist ja mies, ey. Da überspringst du ja gleich das ganze Level. Das soll ja auch nicht sein. Deshalb nochmal ins Geisterhaus. Und gucken, dass wir den Exit irgendwo finden. Den normalen Exit. Und vielleicht auch noch die ein oder andere. Den einen oder anderen Dekuit. So, wie war da doch? Hier rechts musste man. Aber ich frage mich echt gerade, wo ein normaler Exit sein soll. Freunde. Vor allem, wo die anderen Starcoins sein sollen. Das frage ich mich auch. Aber gut, die Tür ist ja jetzt hier erstmal sowieso fake. Und ich versuche einfach mal weiterzufahren, nicht gleich die nächste Tür zu nehmen. So einfach mal zu gucken, ob da noch irgendwo, ja, vielleicht sich noch was anderes verbirgt und versteckt. Oh, du Mongolüt. Und ist das hier nämlich schon alles? Offenbar ja, das Ding entfernt wieder zurück. Na gut. Nehmen wir die Tür. Die war eh fake, genau. Und gehen nach oben. In die Tür, die jetzt nicht fake ist. Okay. Ah, ja, ja, okay. Den Trottel hier nicht besiegen. Der muss uns hier ein bisschen Wege freiräumen. Und dahinter wird bestimmt irgendwo eine Starcoin sein, ja. Hier, komm. Mach. Mach die Starcoin da auf! Du beschissene Pisskopf! Jetzt bringt er mich auch noch um! Mann! Toll. Ganz toll. Aber ich glaube, es ist der Weg zum normalen Exit. Liebe Freunde. Was nehmen wir? Komm, wir gönnen uns mal ein Pilzchen. Gut, aber wir wissen jetzt, dass es tatsächlich in diese Tür geht. Dort wird wahrscheinlich A, eine Starcoin sein und B, der normale Exit. So, gleiche Chose nochmal. Hier jetzt hoffentlich unversehrt durchkommen. Zur nächsten Tür. Und dann... Ja, den Typen da einfach besser timen, den Trottel. So, Feuerblume nehmen wir natürlich gerne mit, gehen durch den Durchgang und wie gesagt, jetzt nochmal durch die Tür den Trottel da wirklich gut einsetzen diesmal. Und dann A, die Starcoin sichern und B, irgendwie ins Exit kommen. So, ich muss ihn so ein bisschen erstmal auf die Seite locken, bevor ich ihn zur Starcoin locke. So, aber jetzt kann er, jetzt kann er, jetzt kann er, jetzt kann er, jetzt kann er. Sehr gut. Geh da rein, Mario! Sehr gut. Und jetzt da wieder raus. Der Typ ist down. Sehr schön. Wir haben die erste Starcoin. Okay, das ist schon mal gut. Das heißt, hier irgendwo auf dem Weg muss dann wohl die dritte Starcoin liegen. Man muss wieder nach oben, oder was? Sieht ganz danach aus. Was war denn hier nochmal? Ach jo, okay. Ja komm, mach hier deinen Grusel-Scheiß. Oh Mann, jetzt laufe ich natürlich noch mitten rein, ne? Oh, hier ist auch was, aber nur Münzen. Nee, ich muss mir jetzt erstmal hier den Power abholen, bevor ich hier verrecke. Und das Ganze nochmal machen darf. Und dann ja irgendwo einfach das normale Exit finden. Wo auch immer es sein kann. So, rechts oben. Wir schauen mal nach. Was war denn hier nochmal gleich? Ach, die Chance zur zweiten Starcoin. Aber mir war hier letzten Endes auch nicht, ne? Nur die zweite Starcoin danach und
die Tür, die uns wieder in diesen Hauptraum da gebracht hat. Ich frage mich gerade echt, wo wir hin müssen, um den Ausgang hier letzten Endes irgendwann zu erreichen. No idea, Kinder, no idea. Weil jetzt landen wir wieder hier nämlich in der Main Hall. Und ich brauche den normalen Ausgang, Freunde. Den normalen. Können wir jetzt hier rein? Was bringt uns das? So ein verrücktes Teil. Zwei verrückte Teile, die absolut spinnen. Und es kommen immer mehr. Ach du Scheiße. Nein, wenn ich jetzt hier wegen so einem Kack verrecke. Alter. Hier geht's doch nicht mehr eine Halbzeit. Lass die Scheiße und lass mich einfach hier irgendwie entkommen. Wehe, da kommen nochmal solche Kackblöcke, ey. Hier ist auf jeden Fall so eine scheiß Münzspur. Das ist immer auffällig und verdächtig. Uhu. Münzen. Tür. Ausgang. Bitte. Ausgang. Danke. Fake-Blöcke, ja. Ihr seid mir sowas von scheißegal. Wir haben uns ins Ziel gerettet, ohne den dritten Dirkuit. Aber das Level ist letzten Endes dann doch erfolgreich beendet. Und wir haben hier das Geisterhaus überlebt. Yes, sir. Damit können wir auch den normalen Weg zum Castle weiter nutzen. Und uns dann hier noch, wie wir sehen, einigen Leveln stellen, bevor wir dann scheinbar schon zu Bowser kommen. Ja, Freunde, das war's für diesen Part. Dankeschön fürs Zusehen. Wir sehen uns dann morgen. Tschüss.